Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind immer noch in Komula, heißt das glaube ich. Und gucken uns weiter um, weil ich glaube, dass wir nicht mehr allzu lange hier sein werden. Vielleicht ist das hier jetzt der letzte Part. Vier Parts bin ich hier schon. Oh, Twilight, geil. Und wahrscheinlich ist dieser Part hier dann der letzte. Wahrscheinlich ist das hier der finale Part. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Moment. Ah. Das war doch diese... ja, was wir da gesehen haben in der Cutscene. Muss ich gegen euch kämpfen? Ja, toll, wenn ich die falsche Taste drücke, ist natürlich noch geiler. Weg damit. Ist da hinten auch eins? Ja. Ja, damit. Gib mir deinen Panzer. Ich kann das nicht runterschmeißen. Oh, armes Tierchen. Wow, geiles Herz, danke. Das ist eine Kiste. Yes. Warum wird das nochmal angezeigt? Hatte ich denn nicht schon? Ja. Ich werde so stinkend reich hier. Moment, da ist eine Tür. Wo führt die mich hin? Scheiß Panzer, weg da. Warum kann ich den nicht runterschmeißen? Was soll das? Jetzt bin ich keine Ahnung wo. Ah, nee. Bin ich in einen Garten? War ich hier nicht schon mal? Ach so, hier bin ich. Ah. Okay, das will ich aber, glaube ich, gar nicht. Ich höre ein Tier. So, das da oben. Toll. Super. Oh, sehr schön. Was bringt mir das? Moment. Ah! Schön. Au. Das tat ein bisschen weh. Okay, ich habe so ein Feentau und ich habe blaues Elixier. Und ich habe eine Fee und ich habe fast volle Energie. Ja, kommt jetzt mal der Boss? Oder wie sieht's aus? Wie lange dauert der Dungeon noch? Du Dreckiges! Komm runter da! Hallo! So, voll in die Brust geschossen. Ah, verdammt, der hätte bestimmt gesessen.
Okay. Kann ich da hoch? Nee. Da ist es, das Mistvieh. Ja, warum ich auf das rechte geschossen habe, weil es auch im Weg war. Na, wo ist es? Da kommt es. Kommt ein Mistvieh geflogen. Das bringt nichts, der Pfeil, oder? Nee. Da ist es! Knall es ab! Sehr schön. So, ich glaube, ich ziehe mal meine Stahlstiefel an. Toll, danke. Muss ich näher ran? Geht gar nicht. Moment, dann drehe ich noch eine Runde. Die Musik geht mir langsam auf den Zeiger. Wow! Schnell, nein, nein, schnell! Ah, verdammt. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Ich glaube schon. Weil von da komme ich. Ja, von da komme ich, weil der Wind mir entgegenbläst. Schön, schön, schön. Ja, noch mehr Geld. Ich habe noch nicht genug. So. Bin nicht blöd. Herz brauche ich nicht. Der Krug, den brauche ich auch nicht. So, jetzt bin ich, glaube ich, im Bossturm. Müsste mich nerven. Achso, es sind solche wieder. Ja, zwei von der Sorte. Geil, danke. Herzlichen Glückwunsch. Der ausweicht. Zieh dein Schwert. Ja, toll, danke. Oh. Oh, die beiden nerven jetzt schon. Egal, Hauptsache ich treffe ihn irgendwie. Ich wollte mich eigentlich wegrollen. So, der da. Eigentlich wollte ich nicht die Eisenstiefel. Ich verwirre mich, die zwei. Ja, nur weil sie zu zweit sind. Egal. Jetzt bist du allein, jetzt hast du nichts mehr zu melden. Falsche Taste jedes Mal. Na komm. Mann! Ab von mir. So schön. Jetzt muss ich nur mehr warten, bis er sich wieder bereit macht.
Und jetzt hau ich dich. Noch ein Viech? Nee. Ah, schön. Das ist ein dicken Angriff. Ich habe natürlich schon gesehen, was ich machen muss. Ah, die drehen sich nicht. Drehen die sich absichtlich nicht? Ah! Oh. Ah, jetzt dreht sich's. Mein Daumen. Das erreiche ich so gar nicht. Ah, jetzt hätte ich's gekonnt. Damn it! Mann. Okay, nochmal die Tür. Vielleicht hätte ich mich da ans linke heften sollen. Ich habe gerade eben die Kommentare nochmal nachgeguckt, bevor ich den Part hier angefangen habe. Mann! Von dem Part, den ich heute hochgeladen habe. Also bevor ich jetzt mit dem Dungeon angefangen habe. Mann, die haben echt ein doofes Timing. Ah, gut, gut, gut. Moment, oder soll ich mich da fallen lassen? Ich könnte mich fallen lassen. Will ich aber nicht. Also ich habe den Dingens geguckt, die Kommentare geguckt. Und Steini meinte so, ja, du wirst überrascht sein, was da... Verdammt. Was da das Dungeon-Item ist. Jetzt weiß ich's schon. Naja, er sieht den Part hier sowieso in ein paar Tagen. Moment, das ist der vierte Part. Er sieht den Part sowieso in 4 Tagen. Mann! Wisst ihr was? Was ist los? Ich werde jetzt mutwillige Zerstörung anrichten. Ja, ich weiß, blauer Rubin, geil. Ich müsste mich ans äußerste Eck klammern. Ja, ich müsste, glaube ich, ein bisschen höher. Ich guck doch auf den Bildschirm. Ist doch nur die Wiimote, verdammt. Das ist, weil ich ein bisschen schief da sitze, weil ansonsten... So, was los? So, jetzt kommt der Knaller. Ich werde warten, ich werde geduldig sein. Ich muss die ideale Ausgangsposition erzielen. Ja, das ist zwar nicht die ideale, aber man kann damit arbeiten. Ja, das ist natürlich die schlechteste, die ich jetzt hätte haben können. Da will ich hin. Perfekt. Okay, jetzt warten wir mal. Lass uns hier nieder. Ey. Schüttel doch! Moment, das ist blaues Elixier, oder? Hui. Danke. Ja! Mir fehlt sogar noch besser. Oh, hinter mir liegt Geld, ich hab's genau gesehen. Ja, ich weiß, was eine Fee ist. Du hast es versaut. Du Schleim, du. So, die Fee werde ich jetzt natürlich nicht einsetzen. So, wieder ideale Ausgangsposition einrichten. Ja, das sieht gut aus. Muss ich hin? Dahin? Ne, dahin. Es bewegt sich aber nicht. Na, oh, dumm. Nochmal warten. Wiimote.
So, da muss ich rauf. Habe ich getroffen? Ja. Die Richtung bewegst du dich. Lass mich raten, da oben irgendwo. Ich guck doch auf den Bildschirm. Was ist denn dein Problem, Remote? Was deutet deine Tage oder wie? Ich weiß zwar, ich sitze schief da und so, aber... Moment mal. So. Jetzt setze ich mich eben anders hin. Komische Remote. Naja. Das Teil ist schon alt. So, Masterschlüssel. Ja. Dann gibt's jetzt gleich wieder eine Cutscene. Oh, noch nicht. Aber gleich, ich fühle es. Die Karte ist nicht da und ich kann sie auch nicht aufrufen. Ja, das ist die Umgebung, die wir uns angeguckt haben. Alles schön und gut. Wie komme ich denn da rüber? Unten ist eine Wiese, wo ich landen könnte. Ja, da komme ich so nie hin. Ja, das ist jetzt doof. Bist du nicht rüber? Nee. Das da. Kann ich da vielleicht drauf? Ja, kann ich. Oh, gut, gut, gut. Ich dachte schon. Ja, was bringt mir das? Ah. Ja, ja, ist blind das Spiel. Also ist es logisch, dass ich das nicht wissen kann. Da oben kämpfe ich jetzt, beispielsweise mit einer geilen Katze, nicht wahr? Fliegender Feuerdrache, Agorok. Und ich habe schon gesehen, ich kann auf die Säulen rauf. Und vielleicht kann ich mich auch an seinen Schwanz heften, beziehungsweise ich muss ihn abknallen. Oh. Das ist sowas. Musst du mal gucken, wo ist denn der jetzt? Ah, da ist er. Ja, was bringt mir das? Nein! Ich
wollte eigentlich die Eisenstiefel aktivieren. Okay, das war einfach. Oh, was für ein Wind der macht. Oh, schön, dass mein Instinkt hier gleich richtig ist. Oh gut, das hat mir auch oft genug mit diesen... Häng dich an diese Körbe oder was das sind und aktiviere die Eisenstiefel. Da ist er. Ah, schnell zieh an. Oh. Das war knapp. Da wollte er mich wegwehen, aber da hat er die Rechnung ohne Wirt gemacht. Komm hier, das alles kaputt machen und... Geil. So, wo ist er denn? Hallo? Da oben. Toll, wie komme ich... So hoch kann ich doch nie schießen. Naja. Er landet. Er sollte vielleicht weg, da weggehen. Jetzt ist er weg. Nee, da oben ist er. Er verarscht mich. Er weiß ganz genau, dass ich nicht fliegen kann. Deswegen nutzt das aus so. Ah, ich kann fliegen und du nicht. Ich werde gleich meine Pfeile ins Gesicht schießen, wenn wir sehen, wie er zuletzt lacht. Ah, Moment! Ich habe gerade einen Einfall bekommen. An deinen Schwanz heften. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer, weil ich seine schöne Rüstung zerkratzt habe. Gut, was der Drache jetzt vorhat, weiß ich nicht, aber... Kommt er schon wieder geflogen? Ich wollte gerade schon sagen, ich frage mich, wie schwer diese Stiefel sind. Wenn so ein kräftiger Drache trotzdem zu Boden gezogen wird. Hoch da. So. Weg da. Keine Ahnung, was ich machen muss, ich mach's einfach mal. Ach so. Und jetzt an seinen Schwanz, oder wie? Oh oh. Ich hoffe, den geht irgendwann die Puste aus. Oh, mit diesem ganzen, mit dem Sturm alles und Blitz, Gewitter, Donner. Ich glaube, ich muss schneller sein.
Oder ich warte, bis er Feuer spuckt. Komm zurück. Hoch. Ja gut, die Kette geht automatisch nach unten. So, weil ich das Zeug nach unten ziehe, deswegen. Ja toll, das fliegt jetzt da oben herum und weiter. Na ja, klar ist, dass nichts bringt. Ich muss definitiv oben mit ihm battlen. Die Frage ist nur, warum? Was hat er vor? Außer mir einen Haufen Fliegen an den Hals zu hetzen. Hau ab! Ja. Schnell rüber! Ich weiß gar nicht, wie ich ihn überhaupt verwunden kann. Schnell hoch! Oh. Weiter, 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 weiter! So, deswegen, weil ich Eisenstiefel immer noch trage. Also schade ich den? Spuck doch Feuer. Muss ich mich wieder an seinem Schwanz heften? Nee, sein Rücken, genau da war. Da war ja was. Friss den! Jii. Ja, Sturmwind. Stimmt, da war ja was, sein Rücken. Warum hab ich daran jetzt nicht gedacht? Naja, egal. Der Kampf macht auch Spaß. Irgendwie macht jeder Bosskampf in dem Spiel Spaß. Der nervigste war noch die Pflanze. Im Waldtempel. Aber auch nur, weil ich da die Mechanik noch nicht raus hatte. Ich glaube, ich muss den Sound später regulieren, weil ich fühle gerade... Fühle? Igitt! Nicht ich fühle gerade, aber für mich klingt das alles gerade ziemlich laut. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen warten, bis er Feuer spuckt. Spuck du nur. Vielleicht kann ich auch von hier schon. Ja, kann ich. So, jetzt einfach nur in mein Klang. Jetzt warte ich und los. Ja. Will sich mir nicht den Rücken zudrehen, weil er ganz genau weiß, dass ich ihn ins Kreuz steche. Scheiße. Na gut, noch eine Runde. Ich habe ja immer noch die Eisenstiefel an.
Weg damit! So kämpft es sich viel angenehmer. So bin ich auch schneller. So, jetzt. Friss den! Wahrscheinlich eine Runde noch. Ah, da ist er schon. Jetzt muss ich aufpassen. So, Eisenstiefel wieder weg und entlang hangeln. Komm, spei nochmal. Danke. Hui! Es ist schon außergewöhnlich, dass hier dieses Spiel jeder Kampf Spaß macht. Uah! Scheiße, er ist intelligent. Er hat sich ganz genau den Weg gemerkt, wie ich mich entlang schleudere. Oh, ich sehe es jetzt schon, da wird Fein auch wieder einen Kommentar abgeben zu der Aktion, die der Drache jetzt gerade gemacht hat. Jetzt habe ich Finals Kommentar getriggert. Oder der Drache hat seinen Kommentar getriggert. Da. Zieh doch! Aus die Schuhe und entlang. So, dieses Mal achte ich darauf, was der Drache macht. Oder vielleicht kann ich ihn... Oh oh. Ja, jetzt von der anderen Seite. Oh. Bin zu langsam. Komm, erhol dich, Drache. Und jetzt gibt's nochmal ordentlich auf den Rücken. Und ich glaube, das war's. Geschafft, Link. Die vierte Spiegelscherbe. Und man hört die Musik gar nicht so gut wegen dem Wind, der die ganze Zeit hier zu hören ist hier oben. Und jetzt kann ich schon mal sagen, dieser Dungeon war nicht so, wie Finals gesagt hat. Von wegen, oh, der ist so schwer, so kompliziert und irgendwie war der Dungeon einfach und leicht und gar nicht kompliziert. Ich habe zwar die längste Partanzahl gebraucht mit 5. Wobei. Ja gut, die Parts gingen ja nicht 40 Minuten. Deswegen sind sie ein bisschen kürzer. Das heißt, für diesen Dungeon habe ich auch nicht länger gebraucht als für die anderen. Ich glaube, ich war hier sogar verhältnismäßig ein bisschen schneller. Als wie zum Beispiel im Eistempel. Naja. Jetzt haben wir sie alle. Sag mal, Link. Und ich weiß schon von Steini, ich glaube, er war es, habe ich schon erfahren, dass dieser Dungeon hier nicht der letzte ist, sondern dass es noch zwei gibt. Wenn ich raten müsste, eines ist der Enddungeon, wo der letzte Boss des Spiels wartet und wahrscheinlich gibt es noch irgendeinen. Naja. Erinnerst du dich an das,
was die Weißen gesagt haben. Also er hat nur gesagt, dass es noch zwei geben soll. Zum Glück hat er nicht gesagt, welche und nicht, wer die Bosse von diesen Dungeons sind, weil ansonsten wäre ich ein bisschen wütend geworden, weil das Spoiler gewesen wäre. Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Santo konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Los, Link, auf zur Spiegelkammer. Betrüger bleibt Betrüger. So fein er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Der Dungeon hat echt Spaß gemacht. Yeah! Ja. Ich muss sagen, Kubula war ein schönes Gebiet, auch wenn die Musik ziemlich scheiße ist. Oder nicht scheiße, aber die Musik ist nicht gut in diesem Dungeon. Nicht gut genug für einen Dungeon. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Aber das Gebiet war gut. Wäre noch eine epischere Musik gewesen, dann wäre alles perfekt. Ah, naja. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, dann lasse ich mich nach unten ballern. Ich sagte, dann lasse ich mich nach unten ballern. Und da ich jetzt zwei Enterhaken habe, weiß ich ganz genau, zu welcher Stelle ich jetzt hingehen werde. Nämlich an einer Stelle, an der ich schon mal war. Nur hatte ich da nur einen Enterhaken und habe ihn so gefragt, so ja, wie, wo, was, warum. Deswegen werde ich das jetzt mal in Angriff nehmen. Oh, da oben ist der Heulfelsen. So, ich muss jetzt nur mal gucken, wo das noch schnell war. Es war auf jeden Fall in der Ebene von Hyrule, aber wo genau, weiß ich nicht mehr. Da war es bestimmt nicht. Kann ich irgendwie zoomen? Aber das glaube ich auch nicht. Ist doch irgendwo bei einer Brücke. Da irgendwo war es. Wahrscheinlich, oder? Kakrikotal. War es da? Ich glaube, es war im Kakrikotal. Nicht in der Ebene von Hyrule. So, lass mich mal überlegen. Ja, ich weiß, ich höre ganz einen Insekt, aber das habe ich schon. Da! Zuerst mal muss ich den da töten. Der Wolf mit seinem glänzenden Schwanz. Richtig mit Wachs Schwanz eingewachst. Oh Mann. Ja, da ich jetzt zwei Enterhaken habe, kann ich das machen. Muhaha. Ich hoffe, da ist ein Herzteil drin. Die Mühe wäre es auf jeden Fall wert. Lass los, ich habe da gar nicht hingedrückt. Herzteil, 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 Herzteil. Yes! Gut. Das wollte ich nicht. Geil.
müsste jetzt zur Spiegelkammer oder Siegelkammer? Wie heißt das? Spiegelkammer. Ich müsste zur Spiegelkammer, aber das werde ich jetzt nicht machen. Moment, die Rüstung. Die kann ich jetzt mal gucken. Ob ich schon genug Geld dafür habe. Ich werde das jetzt auch noch hier in den Part klatschen. Übrigens, wir haben es gleich 4 Uhr morgens. Muhaha. Und da ich heute nicht arbeiten muss, ja, logisch, sonst wäre ich schon seit 2 Stunden unterwegs. Lass mich raten, Postbote, nicht wahr? Ja. Ich lerne das Spiel immer mehr. Na gut, ich spiele es ja schon seit... Wie lang? 80 Tage oder so? In 80 Tagen um Zelda Twilight Princess. 2 Briefe, okay. Naja, nicht ganz 80, oder? Ich nehme die Dungeons ja am Stück auf, aber man muss auch bedenken, dass ich ein paar Tage dazwischen Pause habe. Deswegen... Ja, ich glaube, es könnte auf ungefähr 80 Tage kommen. Neu, unglaublich, super toll, die Star Challenge. Bekannt und beliebt bei Jung und Alt. Kommt endlich auch nach Hyrule-Stadt. Ja, jetzt kann ich in diesen Zirkus gehen, weil jetzt habe ich 2 Enterhaken. Wer es einmal probiert, verfällt im Spiel für alle Zeit. Mutige finden sich am Zelt im Osten der Stadt ein und nehmen die Herausforderung an. Ja, das werde ich auch gleich mal machen. Du bist so super. Moment. Lieber. Ich. Du bist so super. Mein Liebling wollte dir einen Brief schreiben und hat sich wirklich sehr angestrengt. Wir alle hier sind dir dankbar für deine Hilfe. Komm jederzeit bei uns vorbei. Wenn du dich in Kumla mit uns treffen willst, bis dahin alles gut. Ach so. Na gut. Ich werde jetzt erstmal schauen wegen der Rüstung, was sie mir leisten kann. So. Ja gut, dann erreicht der Part zwar wieder ein bisschen länger, aber wenn man bedenkt, dass die Dungeon Parts jetzt alle keine 40 Minuten lang wurden, da kann ich hier noch ein kleines bisschen... wo ist er? Da. Solange der Part nicht wieder eine Stunde lang wird. Und Fan hat gemeint, die Musik von diesem Laden hier, die hier nämlich, passt so absolut nicht ins Spiel. Und eigentlich hat er recht. Oh, herzlich willkommen. Ah, ha, 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 kauf was, ja. Wie viel? 600. Ganz knapp habe ich das Geld nicht. Ich kann ja auch in diesen Zirkus da reingehen. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen verdienen. Moment, 598, das heißt, ich brauche noch 71 Rubine. Ja. Au. Ich bezweifle, dass ich hier in diesem Zirkus 71 Rubine bekomme. Und... Moment, ich muss hier ja zahlen, verdammt. Ah, mein junger Freund, du hast meinen Text schon gelesen. Hahaha. Ha, ha. Geil. Nein! Ich werde es wieder nicht schaffen. Ja, danke Wimo, dass du es mir verkackt hast. Bla 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 bla. Schnauze. Nochmal das Ganze. Nimm es. Danke. Schneller, schneller. Ich
Nein, daneben gesprungen. Oh, du Dummbatz. Nochmal. Ja, die Wiimote ist nicht besonders gut hierfür. So, jetzt der letzte, hoffentlich. Yes! Oh, unmöglich! Das ist ja fantastisch! Ein neues Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitte. Jetzt den großen Köcher. In ihm kannst du bis zu 60 Pfeile aufbewahren. Das ist geil. Also gut. Der nächste Level wird speziell für dich entworfen. Und für niemand sonst. Als besonderer Service für echte Stars. Das solltest du ja nicht entgehen lassen. Ein echter Knaller. Daran wirst du ja die Zähne ausbeißen. Ja, ein bisschen Geld bräuchte ich jetzt aber trotzdem, weil... ich muss... Oh. Wahnsinn, da ist er ja! Oh, ich link der Frauenschwarm schlechthin. Spitze! Er hat mit uns gesprochen! Oh, diese Groupies. Oh! Wartet, ich will mit! Nee, für mich gibt es nur eine einzige Ware, das ist die Insektenprinzessin Agnetta. Mhm. Ja, mir fehlen aber... knapp 100 Rubine. Soll ich den Part ein bisschen länger machen und hier in den Part die Rüstung kaufen? Ja, mach mal. Komm. Wollen wir uns nicht lumpen lassen, wenn ich jetzt schon so, na, so weit... So, wenn ich jetzt schon mal... Wenn ich jetzt schon mal so eine Rüstung dran bin, dann will ich sie auch im Part kaufen. Gut, wird der Part etwas länger. Dafür, dass die anderen Parts alle verhältnismäßig kurz waren. Das heißt verhältnismäßig kurz, die waren auch lang genug, aber egal. Und solange der Part nicht wieder eine Stunde geht, weil das mag ich eigentlich nicht so sehr. Ich will kein Herz. Ich will kein Herz, ich will Geld. Nur Bares ist Wahres. Oh. Keine Ahnung, wozu das goldene Hähnchen da ist, aber... Ach, ich gehe in den Tempel rein, da gibt's bessere Chancen. Weil da können auch blaue fallen. Nix, schade. Mann, nein, geh rein da. Und, geile Musik? Ja, geile Musik. Mir auch egal, ihr Mistviecher. Jo. So. Wollte schon sagen, ich schüttle wie wild herum. Nichts passiert. Du Scheißteil, hör auf die schöne Musik zu verhauen. Ja, geht das hin? Eigentlich wollte ich das über den Haufen rempeln. Nix. Aber, ja. Was ist los? Was ist los? Dann schieße ich euch eben so ab. So. Toll, der ist jetzt da hinten. Das ist das einzig Blöde, dass die alle da hinten hinfallen. Mistviecher.
Es wird ja ewig dauern, bis ich die 100 zusammen habe. Mein Zehner, danke. Und ein Fünfer. Oder ich mache einen kurzen Schnitt. Bis ich die 75 zusammen habe. Ja, ich mache einen kurzen Schnitt. Moment. So, ich habe jetzt 600 Rubine. Und werde jetzt die Rüstung kaufen. Danach werde ich den Part beenden. Ich wollte einfach, dass er es noch miterlebt, dass ich die Rüstung kaufe. So, ich kann mich hier nicht teleportieren. Oh, Wolfsgesicht. Waldschrein. Ja, als Wolf kann ich natürlich nur in dieser Ebene hier sein. Naja, egal. Also ich werde mich definitiv noch im Waldschrein umgucken. So viel sei schon mal gesagt. Wenn es nicht passt, dann muss es dann zu dem gegebenen Zeitpunkt ja auch nicht gucken, aber ich persönlich möchte mich nochmal im Waldschrein umgucken. Das ist immerhin mein Lieblingsdungeon in dem Spiel. Und dem möchte ich natürlich auch dementsprechend viel Aufmerksamkeit widmen. Ich meine, gut, das zögert das Projekt zwar nur in die Länge, aber das ist mir egal. Bei Twilight Princess ist es mir egal. Bei anderen Projekten wäre es mir natürlich nicht egal, weil die nicht mal halb so viel Spaß machen wie das hier. Deswegen bin ich auch froh, dass das Projekt so lange geht. Ah, der ganze Projektstress, der herrscht auf meinem Kanal, da bleibt Twilight Princess davon völlig unbeeindruckt. Schön. Das Spiel ist schön, es macht Spaß. Ich habe mich bisher kein einziges Mal richtig in dem Spiel aufgeregt. Kann ich da rein? Nee. Was wohl Final sagen wird, weil ich mir jetzt Rüstung kaufe? Ja, ich werde jetzt einen Haufen Geld geben. Magierüstung verfügt über mystische magische Kräfte. Mit dieser Rüstung gehst du sicher durch jedes Abenteuer. Geil. Herzlichen Glückwunsch, das war die letzte Magierüstung, die wir noch auf Lager hatten. Die letzte Magierüstung. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff. Verlierst du aber bei jedem gegnerischen Treff viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Und ist dann leider ausverkauft. Achtung, dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Vielen, vielen Dank. Komm hier. Gut, dann. Ich glaube, ich werde zur Insektprinzessin gehen, weil da immer so eine schöne Nahaufnahme ist und werde mir mal die Rüstung anziehen. Das heißt, ich brauche viele Rubine. Und wenn ich dann Schaden nehme, verliere ich die Rubine. Eigentlich praktisch. Schade, dass ich keine weiteren Insekten für sie habe. Ich würde Agneta gern glücklich machen. Oh Mann, das ist wieder so eine Zweideutigkeit. Ja, ich würde sie gern glücklich machen. Ja, wie bloß Mann plus Frau? Naja. Hallo Schätzchen. Warum stehst du so schief da? Eine Aufnahme? Ja, eine Aufnahme. Sehr schön. Das will ich doch alles gar nicht. Guck mal her, Schätzchen, meine neue Rüstung. Ich sehe aus wie ein Ritter. Und der Spiegel ist auch ganz schön. Na gut, war der Part wieder fast eine Stunde lang, aber egal. So, ich habe meine Rubine verloren gerade. Mann! Naja, egal. Sagst du irgendwas? Ich will dir näher sein.
Ja, zwar nicht so nahe, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war der Legend of Zelda Twilight Princess. Du warst im letztes Mal schon. Agnetha ist wieder dran. Allerdings nicht so nahe. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Oder? Habe ich die Verabschiedung jetzt schon komplett? Ach, ich mache es einfach normal. Das war der Legend of Zelda Twilight Princess. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.